bitte passt auf, die Forelle blau, der Kopf muss nach links zeigen. So, wir beginnen, Herrschaften, da einmal gleich einmal Flossen runterzugeben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay. Schaut her. Rücken, Schwanzflossen bitte runter. Dann ganz leicht einmal. Zweimal bitte nicht den Kopf abschneiden aus ästhetischen Gründen. Hier. Und dann, Herrschaften, schaut her, arbeite ich hier mit dem Fischmesser nicht da hinein und ziehe sozusagen die Haut her runter. Bitte, warum Forelle blau ohne Haut? Kann man das überhaupt beantworten? Laut? Weil es nicht knusprig ist. Genau, weil diese durch Kurt Buon, bitte schreibt euch das auf. Natürlich die Situation habe, dass also die Haut nicht wirklich gut schmeckt. Wobei es vereinzelt auch Gäste gibt, das sage ich auch dazu, Herrschaften, die es essen, aber dann lasse ich es eben drauf, das ist auch kein Problem. Bitte aufpassen, ihr müsst bei der Forelle blau sehr weit runter zur Forelle gehen. Warum? Sonst kann ich automatisch nicht wirklich gut arbeiten. So, Schritte bis daher, klar. Okay? Da könnte ich mir jetzt noch ein bisschen, spielen. Ihr schafft nicht zu nah im Kopf. Warum nicht zu nah im Kopf? Warum macht man das nicht? Genau, und Herrschaften, bitte aus ästhetischen Gründen bitte nicht in den Kopf hineinstechen. Das tut man einfach nicht. Das kommt nicht gut. So, Herrschaften, schaut her, jetzt kommt der genau dieser Cut da rein. Vielleicht die Forelle ein bisschen nach unten ziehen, damit ihr ein bisschen Platz um habt. Aber nicht ganz durchschneiden. Aber nicht ganz durchschneiden. Herrschaften, ihr seht, ich arbeite da im Prinzip, hab gearbeitet, bis ich da hier am Grätenverlauf anstehe. Und jetzt, Herrschaften, ist ganz wichtig. Nicht reinstechen, sondern da bitte nur das Filet wegschieben. Seht ihr? Ganz einfach. Aufpassen, wenn ich gerade nach oben arbeite, dann bin ich genau im Grätenverlauf drinnen. Daher kann ich es nur links oben wegschieben. Sollte das Filet zerfallen, dann mache ich Folgendes. Ich setze das Filet wieder zusammen. Ist kein Problem, Herrschaften. Der Gast soll ja nur im weitesten Sinne das fertige Filet sehen. Gut? Bist du hier klar? Schaut her, ich fixiere da wieder und unten dasselbe in grün. Wegziehen, sozusagen. Filet wieder zusammensetzen. Was haben wir denn da für die Beigaben dabei? Das ist also typisch. Kartoffel, Petersil, Gemüse, zerlassene Butter, frische Zitrone, Mandelkartoffeln. Und ein Glas Riesling dazu. Die Welt ist vielleicht ein paar Stunden in Ordnung. Vielleicht. Schaut, da bitte, nächster Step. Hinein. Aufpassen, Herrschaften. Wechsel. Was mache ich? Ich ziehe automatisch das Grätengerüst weg. Und jetzt bitte gut aufpassen. Schaut her. Ich habe hier, seht ihr das? Da drinnen die Backe. Das ist wir, im Prinzip, das sind wir die Austern des Huhnes, also die beste Fleischqualität sozusagen. Okay. Und hier oben ein paar angerichtet, damit man automatisch gleich sieht, man hat es nicht vergessen. Aufpassen, auf der anderen Seite, haben wir das auch oder nicht? Ja. Gibt's auch so. Schaut her, wo finden die sich? Schaut her mal. In dem Bereich da unten. Gell? Nur eins bitte nicht machen, dann oft mit dem Fischbesteck hin und her, sondern du musst wissen, wo diese Backer sind. Muss man die dann mit haben oder ohne? Ja,
Es gibt zwei Möglichkeiten, das ist eine gute Frage, Viktoria. Ich würde sie fast mit Haut nehmen. Okay? Wenn der Gast noch nicht haben, gibt es im Prinzip eh nicht. Okay? Herrschaften, diese Tätigkeit könnt ihr fast nur in der Form machen, dass ich zwei Arbeitsschritte mache, weil sonst wird euch wahrscheinlich das Filet zerfallen. Da wieder dasselbe in Grün, Herrschaften, ihr seht, ich kann da jetzt nur hergehen und kann wieder beginnen, da hineinzuarbeiten. Darf ich nur eine Bitte mitgeben? Wer bitte bei der Prüfung eine Forelle bekommt, die zerkocht ist, jetzt mal kurz so, was ich sage, bitte die weggeben, der kennt es nicht wahr, weil die Haut nicht drunter geht. Das ist eine ganz hakelige Sache mit der Haut. Bitte aufpassen. Richtig abrufen wieder. Setz Fleisch weg. Vom Haut lösen. Schreibt euch die Schritte bitte wirklich auf. Rezept der Welt. Da unten habt ihr es nur drauf. Flossen. Muss ich jetzt von dieser Seite natürlich bearbeiten. Damit wir Gleichheit jetzt haben, Herrschaften, wieder da durch. Bitte. Und wieder anrichten am Teller. Bitte aufpassen, so anrichten bitte. Man richtet die Filets immer so an, dass sie eigentlich länglich sozusagen zum Gast zeigen. Bedeutet so, diese Form, länglich zum Gast. Also würde nicht so sein, sondern so zum Gast. Hier kann ich dann die Vitamin- und Sättigungsbeilage schön dazugeben. Zerlassene Butter bitte in verschiedenen Variationen. Kartoffelvariationen bitte. Zitrone dazu. In so Herrschaften schaut das Ganze dann aus. Okay? Fischfilets bitte wieder hinten auf die Seite geben. Ja, wir machen im ersten Durchgang 4 Forellen.